Hi, ich bin Dimitri und willkommen bei Mailstep. Wie bereits im letzten Video angekündigt, heute die Fortsetzung von den vier Projekten, also Projektvorstellung. Zwei haben wir hier im letzten Video vorgestellt und jetzt kommen die letzten zwei. Wir haben das Video extra gekappt, damit die Videos nicht zu lang werden. Also, starten wir mal. So, wir haben jetzt hier, sieht man aktuell nicht viel, aber ich will auch mal kurz zu der Anwendung was sagen. Ich darf jetzt den Kunden zwar nicht erwähnen, aber die Anwendung ist wirklich spannend. Und zwar, das ist die Firma an sich, das ist eine Kunststoffspritzerei. Das heißt, da werden Kunststoffteile gespritzt und die Teile müssen nachbearbeitet werden. Das heißt, das Ganze in Serienfertigung, kann sein, dass es auch im Schichtbetrieb laufen wird, aber es ist ein Volumen von circa irgendwie 10.000 oder 11.000 Stück, zumindest von den aktuell geplanten. 10.000, 11.000 Teile müssen im Jahr nachbearbeitet werden. Und zwar, ich kann nur sagen, dass es Teile sind, die jeder von uns im Straßenverkehr sieht, aber mehr darf ich dazu nicht sagen. Aber vielleicht zur Maschine. Das ist eine Sonderkonstruktion für den Kunden und zwar, der hat eine besondere Anwendung und zwar, er muss 1,40 Meter Platten bearbeiten. Wir haben jetzt bei uns im Standardsortiment die PA-Serie, die hat maximal 1,20 Meter. Aber da wir da ziemlich flexibel sind bei der Maschinenkonstruktion, haben wir gesagt, komm, wir können die Maschine dementsprechend um 200 mm verlängern. Der Maschinentisch wird ausgesteift, leider sind die Teile nicht da, da das Projekt recht frisch reingekommen ist, das Material ist bestellt und wir warten jetzt drauf. Wird wahrscheinlich Ende der Woche eintrudeln, dann geht's los mit den Fräsarbeiten. Ja, wie gesagt, wir haben 1,40 Meter Verfahrweg in der X-Achse, Y ist ein Standardportal von 680 und in der Höhe, einmal schauen, nein, die Höhe ist auch Standard 200. Das Interessante hier noch über den gesamten Verfahrbereich, das heißt, wir haben 1,40 Meter mal 680. Über den gesamten Verfahrbereich haben wir dann noch einen Vakuumspanntisch in der Größe von 1,40 mal 670 und den Vakuumtisch, den werden wir komplett selber fertigen, speziell für diese Maschine und da kommt wahrscheinlich auch noch ein bisschen was, also als Videomaterial. So, das einmal zu Projekt Nummer 3, Nummer 4, Nummer 3 und Projekt ist die Nummer 5. Man sieht hier zwar ein paar Einzelteile, wie hier zum Beispiel die Technomotorspindel, die kommt da drauf, für Kunststoffbearbeitung vollkommen ausreichend, mit 24.000 Umdrehungen, 1 kW Leistung, ein paar Maschinenteile sind drauf, also in den nächsten Videos gibt es mehr zu Projekt Nummer 5. Also, weiter geht's. So, letzte Projektvorstellung, die Nummer 4, und zwar haben wir hier, das ist die Nummer 3 bei uns intern, das ist der Kunde oder das Projekt Nummer 3. Es geht hier einmal um die PA1270, also von der Maschinenkonstellation ist das eine Standardmaschine. Das einzige ist hier, die Z-Achse ist auf 300 ausgelegt. Ja, zur Maschine, die ist ebenfalls ausgestattet oder wird ausgestattet sein mit einem automatischen Werkzeugwechsler, mit einer kompletten Einhausung. Mit Vakuumspanntechnik, Vakuumpumpe, Verteiler, genau, komplettes System für die Holzbearbeitung. Und zwar der Kunde, das ist ein Musikinstrumentenbauer. Ich habe noch nicht den Kunden gefragt, ob ich seinen Namen hier erwähnen darf oder zumindest das Produkt, was er genau damit herstellen möchte. Aber das Projekt ist sehr interessant, weil komplette Musikinstrumenten damit hergestellt werden sollen. Und auf der Fläche von Meter oder auf dem Verfahrweg von 1,20 Meter mal 680. Ja, das einmal zu unseren Projekten. Ich werde das, wie gesagt, im Laufe immer wieder dokumentieren, wie die Fortschritte sind. Man sieht jetzt hier, wir haben den Tisch, hier sind ein paar Portalträgerplatten, hier unten ist ein bisschen Zubehör. Hier haben wir die SK20 Aufnahme, die Spindeln sind leider noch nicht da, die Werkzeugwechselspindeln. Ansonsten sieht man hier, wie gesagt, den großen Haufen von den Einzelteilen. Der Rest ist unterwegs, wird in den nächsten Tagen eintreffen und dann gibt es mehr. Also, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Ciao, ciao.